sind wir von Teneriffa, wo wir mit beiden Kindern lange Zeit gelebt haben, nach Deutschland gezogen. Ich muss den Kindern jetzt irgendwas Adäquates bieten. Aus der Schule raus, Wochenende. Dann haben wir an der Ostsee uns einen Camper hingestellt. Ganzjährig steht er da. Nach dem Motto, wann immer irgendwie, du kommst aus der Schule rein ins Auto, ab an die Ostsee. Und einfach nur alles fallen lassen. Dann haben wir 3 oder 4 Mal mit einem Reisemobil Reise gemacht. Ich sage, Leute, schöner geht es nicht. Diese Freiheit zu haben, das ist wirklich unglaublich. Das Schönste beim Campen oder auch beim Reisemobilen ist, dass du die eigene Verwahrlosung nicht nur hinnimmst, sondern sensationell schön findest. Kaufen uns jetzt endlich, was wir schon seit Jahren machen wollen, ein Reisemobil. Und machen nichts anderes als Reisemobile.